Hallo! Ja, ein neues Video. Und zwar zeige ich euch heute die Produkte, die ich auf der Messe gekauft habe und bekommen habe von NYX. Und ja, wir durften uns als Dankeschön drei Sachen aussuchen. Und ich habe mich von der lieben NYX-Beraterin sind Kinder. Ich habe das Fenster gar nicht zu. Egal. Ja, von der NYX-Beraterin Lilly haben wir uns beraten lassen, was so ja die Must-Haves sind und die man unbedingt haben muss. Und dann hat sie uns halt beraten und ich habe mir drei Sachen ausgesucht. Zum ersten, also ich zeige euch nur die Produkte. Genaue Beschreibungen und Swatches seht ihr dann auf meinem Blog, den verlinke ich euch unten in die Infobox. Und ja, als erstes hat sie uns empfohlen den Super Fett Marker. Das ist halt ein Eyeliner, der aussieht wie so ein Edding und da kann man sich einen super geilen Lidstrich mitziehen. Habe ich gerade Eyeliner gesagt? Ja, Eyeliner. Kann man sich einen super geilen Lidstrich mitziehen, also eine präzise dünne Spitze oder auch dicker kann man den nehmen. Und der ist echt super, den habe ich gestern schon genommen und den kann ich echt nur empfehlen. Wie gesagt, Swatches und so findet ihr dann auf meinem Blog. Dann habe ich mir ausgesucht die High Definition Eyeshadow Base. Das ist die. Ist halt so ein Schwammapplikator, wie so Lipgloss. Und ja, die ist auch sehr, sehr gut, die ist sehr, sehr cremig und lässt sich super verteilen auf dem Auge und hält auch super. Also die benutze ich jetzt auch total gerne. Und als drittes habe ich mir, weil da so viele davon schwärmen und gehypt ist, ist diese Megashine Lipglosse. Das sind die hier und die haben hier oben noch diese Schleifchen dran, total süß. Und die riechen original wie diese... Kennt ihr diese Kirschlollis, die an so einem weißen Pappstiel sind? Genau so riechen die. Und die Konsistenz auf den Lippen ist super. Habe ich auch gerade drauf. Und ja, also ich werde mir definitiv da noch ein paar weitere von holen, wenn NYX jetzt mal nach Hannover kommt. Weil die bauen ja jetzt gerade so, ne, erweitern ja die Sortimentssachen in Douglas-Läden. Und Hannover soll auch irgendwann drankommen und da freue ich mich schon richtig drauf. Also weil jetzt haben wir nur diese Lip und Eyeliner. Genau, und dann kommen halt auch dann die richtigen Aufsteller mit Eyeshadow und was da alles ist. Also wir waren wirklich geflasht, wie groß das Sortiment auf der Messe war von NYX. Wirklich Wahnsinn. Farbauswahl, die Konsistenz von den Sachen und wirklich, müsst ihr, wenn das bei euch ist oder so, dann... Geht mal hin und guckt, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also das sind halt die drei Sachen, die ich mir ausgesucht habe. Könnt ihr alles auf dem Blog nochmal danach lesen. Und ja, das war das. Da hatte ich ja in meinem Video letztens die Uhr um. Und dann wurde ich gleich bei Twitter und unter Kommentaren gefragt, ah, was ist das für eine Uhr? Und erzähl mal. Und zwar, ich mach die mal ab. Ja, dauert ein bisschen. Das ist die hier. Die Marke ist von Beechers. Den Online-Shop verlinke ich euch unten in die Infobox. Die habe ich auch auf der Messe gekauft mit der Twinkle Mina zusammen. Wir wollten irgendwie so ein Erinnerungsstück haben, eigentlich noch mit Dana zusammen, aber Dana wollte die dann doch nicht irgendwie, war nicht so ihr Geschmack. Und dann haben Mina und ich uns die geholt. Und zwar konnte man halt das Ziffernblatt, also das Uhrwerk mit Ziffernblatt konnte man aussuchen und halt das farbige Armband konnte man aussuchen. Also es musste nicht einheitlich sein. Mina zum Beispiel hat ein weißes Armband und ein türkises Ziffernblatt, glaube ich. Und dann hat sie, glaube ich, ein pinkes Armband auch noch. Also man kann es halt wechseln. Man zieht das hier so raus und dann kann man das halt wechseln. So kann man halt alles, glaube ich, einzeln bestellen.
Also so konnte man das halt auf der Messe sich da aussuchen. Und ja, ich habe mir halt ein lilanes Band genommen mit orangenem Zifferblatt und ich finde es sehr, sehr cool. Bis zu einem Meter wasserdicht sind die, jetzt nicht so extrem, aber es ist ja eher so ein Eyecatcher. Und wir haben auf der Messe 20 Euro bezahlt und glaube online 23 oder so, ich weiß nicht genau. Also wie gesagt, den Shop, den verlinke ich euch unten. Ihr könnt ja dann irgendwie hinschreiben, dass ihr ja auf mich aufmerksam gemacht worden seid wegen der Uhr und ich finde diese richtig, richtig cool. Ist mal ein super Hingucker, würde ich mal sagen, für den Sommer, wenn der Sommer mal kommt. Ja, ja, das wäre dann jetzt die Uhr. Ich mache die jetzt, lass die jetzt ab. Dann war ich in der Stadt mit einer Freundin und habe dort bei Only geguckt und habe mich dort in eine Hose verliebt. Ihr kennt ja diese diese Harlem-Hosen, diese breiten. Und ich habe mir gestern eine gekauft und Dana findet die auch so cool. Übrigens, Dana, ihr müsst unbedingt den Kanal von ihr abonnieren. Fusselchen 83, ich liebe sie. Und sie hat sich so, so süß um uns gekümmert. Wir haben sie immer Mutti genannt, weil sie einen so bemuttert hat. Wirklich, total toll. Also unbedingt Fusselchen 83 abonnieren. Ihren Kanal verlinke ich euch auch unten. Und sie steht halt auf so breite Buchsen und da habe ich gleich an sie gedacht und habe ihr heute eine mitgebracht. Und zwar sind die so, oben ist halt so ein Bündchen und unten sind die halt so, also sind halt relativ weit und unten sind die halt wieder zu und hier so ein Gummiding und die sind halt so Jeans-Optik, aber es ist halt so ein Stoff einfach nur. Sehr cool. Ich habe auch meine habe ich heute auch an. Also das wäre jetzt hier meine im getragenen Zustand. Also so sieht sie aus. So richtig breit und wollerig hier. Aber ich finde die richtig, richtig cool. Ja. Mein Outfit of the Day. Und dann hat Only, also die haben immer ganz viel Zell, die Hose, die hat jetzt, Moment, von 30 Euro auf 9,95 Euro. Kann man nichts zu sagen. Dann habe ich mir noch Basics-Shirts geholt. Da haben sie auch ganz viele verschiedene Farben. Eins ist in der Wäsche. Und zwar so ein richtig cooles Blau. Wie mein Handtuch hier ungefähr. So, das Blau hier. Das Dunkle. Das ist mal, also so ein T-Shirt habe ich mir geholt. Und dann habe ich heute noch eins in Grau geholt. Ja, in Grau. Und in, ja, so helles Grün. Sieht man jetzt, glaube gar nicht so, ne? Ne, Kamera verfälscht das. Ja, das ist so ein helles Grün. Und ja, die beiden habe ich mir geholt. Und gestern halt, wie gesagt, das Blaue mit der Hose, die ich jetzt anhabe. Und die haben gekostet, anstatt 9,95 Euro, 4,95 Euro. Ja, die haben echt schwarz, weiß, knallgelb, orange. Also wenn ihr ein Only habt, dann geht da mal gucken, das lohnt sich wirklich. Und die tragen sich richtig gut. Ich habe das gestern schon Probe getragen. Und für den Preis echt super. Ja, das wäre es dann jetzt. Und wie gesagt, schaut auf meinem Blog vorbei. Da habe ich die ganzen Swatches und so. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.